Höher, höher, höher. Oh, Sprung. Yeah, nice. Leute, erstmal Ahoi, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Hier zurück im Minecraft-Haus. Einmal die Woche geht's hier ab. Geht die Post ab, keine Ahnung. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier wieder am Start. Und ich dachte mir, heute verbringen wir unseren Tag... Oh, hallo, Schinken. Was? Mit dir? Mit dir wollen wir unseren Tag verbringen? Ich wollte eigentlich sagen, wir verbringen unseren Tag hier einfach mal zu Hause. Ganz entspannt und schauen mal, was wir so Schönes hier machen können. Wir haben hier draußen einen Pool. Das ist ja wirklich wunderbar. Aber ich glaube, ich habe genug gebadet für heute. Ich gehe mich jetzt erstmal umziehen. Nein, Schinken, du kriegst gleich Essen, okay? Gedulde dich mal ein bisschen, weißt du? Du dicke kleine Sau, du kannst auch mal 5 Minuten warten. So, alles klar. Hier vorne ist unser Zimmer und hier am Schrank, zack, können wir uns nämlich einmal umziehen. Und damit haben wir auch schon unser wunderbares Mäusekostüm an. Was? Bauarbeiter? Alles klar, die Bude wird geräumt. Dann mal los. Was? Was ist denn hier los? Moment mal, welche Bude räumen die? Was macht Aiden da drüben? Hä? Wovon reden die? Sag mal, was ist denn da jetzt los? Okay, wir gehen einfach... Schinken, hör auf zu tanzen. Das ist nicht lustig, was hier gerade los ist. Okay. Hallo? Was geht hier? Ja, alles muss weg von hier. Warte, sprechen Sie über mein Haus? Wieso wollen wir mein Haus abreißen? Hä? Was hast du noch da drin zu suchen? Hast du unser Schreiben nicht bekommen? Wieso? Was habe ich in meinem Haus zu suchen, was ich in meinem Haus zu suchen habe? Ich wohne hier. Schau mal in deinen Briefkasten. In meinem Briefkasten? Lol, wovon hängt da so ein Brief? Nein, der ist voll. Wieso habe ich so viele Briefe bekommen? Was ist denn das? Ein Schlüssel und ein Buch. Okay, keine Ahnung. Guten Tag. Die Stadtverwaltung teilte dir hiermit mit, dass dein Haus abgerissen wird. Bitte pack deine Sachen. Freitag beginnen die Abrissarbeiten. An beider Schlüssel zu deinem neuen Haus. Mit freundlichen Grüßen die Bürgermeisterin. Sind das Sie? Sind Sie die Bürgermeisterin? Sie wollen mein Haus abreißen? Hä? Bleib doch stehen, du dummer Frosch. Ein versucht, einen Frosch zu fangen. Was ist mit dem los? Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Sie können nicht einfach mein Haus abreißen, Miss. Wie kommen Sie denn darauf? Was soll denn das? Bitte pack deine Sachen. Hier kommt ein neuer Windpark hin. Und wir müssen bis heute Abend fertig sein. So, das meinen Sie doch nicht ernst. Die wollen einen Windpark auf meinem Haus bauen. Ich dachte, die bauen sie vor der Küste oder sowas. Aber doch nicht, dass sie irgendwelche Häuser abreißen. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, ich muss mal zu Lia. Schinken, hast du das gehört? Die wollen unser Haus abreißen. Keine Sorge, du bist sicher. Dich nehmen wir einfach mit raus hier. Just in case, weil ich weiß nämlich nicht, ob die jetzt doch noch auf die Idee kommt, das hier einfach irgendwie so platt zu machen. Wo ist meine Karottenroute? Ich habe keine Karottenroute, Schinken. Du musst einmal mitkommen. Ja, hier geht's lang, genau. Wir müssen nach draußen. Kann ich dich irgendwo anbinden oder sowas? Ich habe halt blöderweise gerade keine Leine, keinen Zaun am Start. Lia, was machst du? Warte mal. Hä? Hallo, Izzy. Ist das nicht schrecklich? Nein, du ziehst auch aus? Gerade scheint noch alles okay und dann sowas. Warte, was? Du ziehst auch aus, Lia? Schinken! Nein, das darf nicht wahr sein. Die wollen dein Haus auch abreißen? Ich habe ebenfalls einen Brief bekommen. Wollen wir uns die neuen Häuser mal ansehen? Lia, ich habe das nicht gesehen. Ich war seit einer Woche nicht an meinem Briefkasten. Vielleicht soll ich da mal öfter rangehen, wenn da solche Nachrichten drin sind. Vor allem, ich hatte 6 Briefe drin. Wahrscheinlich haben die mir 6-mal geschrieben. Was mache ich denn jetzt? Ja, dann lass uns die neuen Häuser ansehen. Schinken, ich muss einmal hier so. Kommst du erstmal mit rein hier? Genau so, zack. Ich hoffe, das von Lia, das reißen die jetzt nicht ganz so schnell. Moin, die Tür wieder hin. Wo willst du überhaupt hin? Hier lang? Schinken, kommst du mit? Oh Mann, dieses Schwein bleibt überall immer stecken, weil es so dick ist. Steig ein, ich fahre. Nein, Lia, mit diesem Auto fahre ich bestimmt nicht mit. Sag mal, hast du das immer noch nicht in die Werkstatt gebracht? Guck dir mal an, wie das aussieht. Ich glaube, ich reite auf Schinken nach. Mein kleines Schwein ist sogar schneller als Lias lahme Krücke da hinten. Ich kann gar nicht mehr fahren. Nee. Das Auto weiß wahrscheinlich gar nicht mehr, wo es langfährt. Was ist das hier? BFF, ein Vampir? Oh! Lia, du bist ein Vampir? Oh nein, ich wusste es schon immer. Sie ist ein Vampir. Ich bin kein Vampir, versprochen. Ach, bist du nicht? Bist du dir sicher? Das ist einfach nur ein richtig cooles Video, das sich die Leute anschauen können auf YouTube. Oben rechts in der Infokarte mit mir?
Was? Oh, das ist ja der Wahnsinn. Leute, hier haben wir den Kanal Huyu. Für den mache ich gerade die Synchronstimme, ja? Ich entwickle mich hier weiter. Nicht nur YouTube, sondern auch mittlerweile hier zur Synchronsprecherin. Es läuft. Und ja, da könnt ihr einmal vorbeischauen. Da gibt es nämlich jede Woche ein mega cooles Video, wo ich im Moment die Stimme mache. Und ja, genau. Schaut euch den Kanal mal an und abonniert den auch gerne. Und das heutige Video, das ist eben mit Vampiren. Aber ich glaube nicht, dass Lia ein Vampir ist, auch wenn sie manchmal so aussieht. Nicht wahr? Okay, wo ist Schinken hin? Jetzt habe ich mein Schwein verloren. Mein Schwein ist verloren gegangen. Hä? Schinken. Schinken will scheinbar nicht mit umziehen. Lia, hast du gesehen, wo Schinken... Schinken kauft sich Kinokarten. Schinken, du kannst jetzt nicht an die Kinokasse. Wir wollen den Film noch nicht sehen, Leute. Wir wollen jetzt doch noch nicht ins Kino gehen. Erstmal ist dieses Video hier dran. Danach kannst du dir das anschauen, Schinken. Ich weiß, dass du da auf sowas stehst. Auf Vampire und auf Vampirschweine. So, da vorne ist... Oh mein Gott, Lia gerade gegen die Wand gefahren. Alles okay? Willst du dein Auto komplett kaputt machen? Ist das dein Ziel oder was? Hier muss es sein. Das ist die richtige Straße. Okay, sieht ja schon mal ganz gut aus. Was haben wir hier? Park City, wo das schöne Leben beginnt. Finanziert von der Bürgermeisterin. Und wir haben hier sogar Goldäpfel, die wir essen können. Aber ich glaube, die hebe ich mal lieber auf. Wo ist Schinken schon wieder hin? Schinken stellt sich zu dem anderen Auto auf dem Parkplatz. Schinken, du bist kein Auto. Du bist ein Schwein immer noch. Jetzt komm, wir gehen mal rein. Wir gucken uns das Ganze mal an. Lia, machst du mal auf? Wunderbar. Was ist das hier? Willkommen in Gangster City? Oh, da ist ein anderes Schwein. Schinken, siehst du dieses Schwein? Oh mein Gott. Lia, wo sind wir hier? Was ist das für eine Area? Oh mein Gott, dieser Hund. Schinken, ich weiß nicht, ob du hier reingehörst. Am besten, du bleibst einfach mal hier draußen vor der Tür stehen. Und ich gucke mir das erstmal alleine an. Warte einfach auf mich, Schinken, ja? Oder geh nach Hause, genau. Alles klar. Lia, was ist hier los? Sag mal. Die boxen sich da gerade. Hier ist so ein Kampf und da ist ein... So viele gruselige Hunde hier. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Ich hatte mir das etwas anders vorgestellt. So, was ist das? Haben Sie da einen Bären oder was ist das? Ist das noch ein Hund? Hier ist das Schwein, das hier langläuft. Oh mein Gott. Sind das Gewichte? Alter Falter, der stemmt aber eine Menge. Was ist mit dem los? Moment, ein Löwe? Lia? Warte, das soll also mein Haus sein. Hast du da ein Flugzeug oben im Haus? Das ist da reingecrashed. Lia, pass auf, der Löwe! Nein! Lia, das ist... Oh mein Gott! Ah, Hilfe! Das ist ja gar keine Katze! Lia dachte, das wäre eine Katze. Oh mein Gott, pass auf, pass auf, pass auf! Hilfe! Warte mal, wo ist denn mein Haus? Oh nein, hier ist das Schweinchen. Easy, da vorne ist es. Oh no! Habe ich auch einen Löwen bei mir? Ich hoffe nicht. Gangster City. Können wir da mal reinschauen? Ich habe ja den Schlüssel. Okay. Erstmal kein Löwe. Das ist ja schon mal ganz gut. Was ist das da an der Wand? Schimmelt das? Das riecht voll verschimmelt. Ich lasse mal lieber die Türen offen. Die Fenster kann ich ja nicht aufmachen. Die sind ja vernagelt worden. Was? Warum das denn? Oh nein. Was zum Geier? Ist hier passiert? Hier ist ein Tatort. Hier ist einfach ein Tatort. Das Badezimmer. Oh mein Gott. Ihh, was ist denn das hier? Und da wachsen irgendwelche Sachen auf dem Boden. Und was ist hier passiert? Das sieht aus, als wäre da nuklearer Abfall unter dem Pinkelbecken. Ist hier eine Dusche? Okay. Ich glaube, ich dusche dann doch lieber woanders. Vielleicht lieber auf einer öffentlichen Toilette. Als ob. Hier ist noch eine Tür. Ah! Was zum Geier? Nee, da will ich nicht nochmal reinschauen. Nein, nein, nein. Hier geht's hoch. Okay. Bitte lass die zweite Etage besser sein. Es sieht ja schon mal ein bisschen besser aus, oder? Wir haben hier so ein Filmplakat von irgendeinem... Was ist hier? Immerhin mal keine Ratten. Es ist schon mal... Ganz gute Angelegenheit hier, dass wir dieses Mal... Hier ist das Schlafzimmer, sogar mit Klimaanlage. Gar nicht mal so schlecht. Also ist jetzt nicht vergleichbar mit meinem Haus, aber man kann es ja herrichten. Und hier haben wir... hallo? Was machen Sie hier? Ey, privat! Nein, privat, das ist mein Haus! Das ist mein Haus, Sir! Das ist nicht Ihr Haus! Ich wohne jetzt hier. Hallo?
Machen Sie auf. Das ist gar nicht privat. Da habe ich einfach irgendwelche Leute in meinem Haus wohnen. Junge, wie kommt die denn dazu, mir sowas zu verschenken? Als ob die mir einfach mein Haus wegnehmen können. Oh Leute, wir müssen eine Lösung finden. Ich kann hier nicht wohnen. Hier ist der Dachboden. Okay, die sieht ja immerhin mal okay aus. Hä, was? Ich bin in diesem Haus gestorben? Nein! Das ist der Typ von unten! Ich hab den Geist ins Cobweb geboostet! Hier, Geist, nimm das! Zack! Stimmt, können Geister überhaupt sterben? Ich glaube nicht. Aber der Geist von dem Typ da unten lag, der hängt jetzt in dem Cobweb fest. Genau, bleib da oben. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier einfach nur noch weg. Was zum Teufel? Warte, hier ist ein Sprungbrett. Oh mein Gott. Warte, was? Was sind das für Viecher im Pool? Das ist ja absolut eklig. Komm schon. Lass mich hier raus. Und? Weg. Ey, Leute. Wo ist Schinken? Wir gehen nach Hause. Da vorne sind sie an der Arbeit. Warte, da ist Aiden, oder? Hä, was macht Aiden denn da? Schinken, einmal kurz parken. Warte. Zack, hier kannst du auf den Parkplatz fahren. Genau, da bleibst du einfach kurz stehen. Wo ist Spaghetti? Da ist Spaghetti. Na, alles gut? Kann doch nicht wahr sein. Was ist hier los? Ich habe mit dem Amt für Umweltschutz gesprochen. Sie können das Haus nicht mehr abreißen. Warte, was? Wieso das nicht? Auf dem Grundstück wurde eine geschützte Krötenart entdeckt, die dort nistet. Sehen Sie sich selbst an. Ich muss mir das anschauen. Was? Aiden, was? Was für eine geschützte Krötenart? Wovon redest du? Ich habe alles im Griff, Easy. Okay. Warte, jetzt muss ich mal gucken, was da los ist. Schinken, Spaghetti, ich bin gleich wieder da. Was ist hier los? Wo ist sie? Da vorne ist sie. Eine geschützte Krötenart? Er hat ja Frösche gefangen vorhin. Deswegen hat er Frösche gefangen. Er wollte uns helfen. Was? Oh, der Junge hatte recht. Wenn das so ist, dann bauen wir den Windpark woanders hin. Warte, was? Nein, das sind Schildkröten. Das sind doch keine Frösche, ey. Das sind Schildkröten. Als ob. Er hat Schildkröten gefangen und hat sie zu uns im Garten gesetzt, damit die das nicht abreißen können. Oh, wie lieb ist das denn? Wo ist die Bürgermeisterin hin? Warte, ist sie schon weg? Ich habe noch den Schlüssel vom anderen Haus. Ah, das will ich doch gar nicht behalten, das Loch. Lia, hast du mitbekommen? Wir haben einfach unsere Grundstücke. Aiden hat uns gerettet, dass ich den Tag noch erlebe. Ja, Aiden hat uns scheinbar gerettet und wir dürfen unser Haus behalten. Und ich wohne neben einem Vampir. Nein, alles gut. Ich weiß, du bist kein Vampir, Lia, aber checkt auf jeden Fall mal das Video aus von Huyu. Und ja, alles klar, einfach bei youtubehuyu.de eingeben, dann findet ihr das Ganze. Ich würde sagen, das war's dann hier mit unserer Folge von Minecraft House. Like da lassen und Kanal hier abonnieren. Jetzt sofort einmal auf Abonnieren klicken und auf die Glocke, damit ihr auch nächste Woche die nächste Folge von Minecraft House als erste seht. Wir sehen uns bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!